Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und jawohl, der nächste Livestream, ich kann es euch direkt sagen, Leute, er wird sein am Montag, Leute. Montag, 16 Uhr, seid gern mit dabei, wird eine absolute Eskalation wieder geben. Wir werden wieder reingehen in die Packs, in das, auch dann schon Richtung letztes UCL-Opening. Wird noch nicht ganz das letzte sein, aber dann nochmal wirklich auch ja, halt in die Richtung da gehen, dass man da mal ordentlich nochmal was rausballert. Und ja, noch so ein paar letzte Boni natürlich noch mit abholen. Frühlings-Showdown natürlich auch mit am Start. Da geht es ja dann auch weiter. EA hat uns ja wirklich entschädigt dafür, dass wir eben ja da ein bisschen warten mussten mit den ganzen Showdown-Tickets und so, dass wir das nicht abrufen konnten. Ist ja ganz in Ordnung gewesen hier von EA. Habe ich jetzt auch 24 von diesen Frühlingskörben. Das heißt, da werde ich dann auch auf jeden Fall mal ordentlich weitergehen können. Und ja, hier gehe ich auch noch dann noch weiter, jawohl. Das heißt, hier auch easy ist dieser Valverde zu machen, auf jeden Fall. Kann man hier schon mal sagen. Eiersuche heute ist, glaube ich, nicht so interessant, oder? Wenn ich mir das Ganze mal anschaue. 90er Okocha. Ich kann ja mal 3 Stück öffnen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Na komm, mach mal 4 Stück, damit ich direkt auf 20 bin. Machen wir mal 4 Stück auf. Und ich werde sowieso davon nichts ziehen, aber egal. Trotzdem kann man ja hier mal noch mal ein bisschen was ausgeben, ist ja klar. Eine ganz, ganz klare Sache. Und wieder nichts, okay. Zweimal öffne ich noch. Komm schon, vielleicht gibt es ja wenigstens mal einen Bonus von diesen dreien. Würde ich mitnehmen. Eierschale, auch gut. Kriege ich nochmal eins zurück. Kann ich nochmal eins öffnen, sehr gut. Okay. Und das heißt, let's go. Zack, öffnen wir den nochmal. Und wir ziehen. Leider nichts. Zack, aber ich kann noch einmal umtauschen hier mit diesen Eierschalen. Das weiß ich genau. Jawohl, perfekt. Und das heißt, jetzt kann ich eigentlich nochmal einmal, möchte ich nochmal öffnen. Genau, komm, einmal kann man nochmal öffnen hier. Einmal ist fast wie keinmal. Also let's go, zack. Let's go und wir ziehen natürlich nichts. Ja, war klar. Perfekt. Sonst, wie komme ich hier jetzt weiter? 150 Skill Boost. Dauert immer noch ein bisschen, aber dann habe ich bald die Foe. Auch sehr nice. Die Foe brauche ich zwar nicht, aber kann man den verkaufen oder ist der nicht verkäuflich? Keine Auktion möglich. Och nö. Och schade. Naja, gut. Aber dann bleibt er halt, oder werde ich halt wegtrainieren oder so, weil ich brauche ihn halt überhaupt nicht. Egal, sonst tägliche Quests, okay, habe ich jetzt eigentlich alles schon gemacht. Was ich auch schon gemacht habe, Leute, jawohl. Es ist soweit, ich habe Icon Wege durchgespielt. Ich habe es natürlich durchgespielt, im Endeffekt hat es ein bisschen gedauert, aber beim letzten Spiel überhaupt nicht. Ich hatte zwischendurch eher meine Probleme mal gehabt und ja, ich kann mir einen Cassias abholen. Vorher aber, weil ich weiß, dass es viele Leute von euch gibt, die es nicht geschafft haben, das letzte Spiel, das ist, weil es zu schwer ist. Da gibt es viele von euch, die da dran verzweifeln. Ich lese da täglich Nachrichten hier und fast sogar stündlich, dass es, ja, das letzte Spiel einfach viel zu schwer ist. Ich kann euch mal eine Möglichkeit geben, so wie ich es geschafft habe. Ich habe mal meins mitgefilmt und ich würde euch das Ganze mal einblenden und habe halt natürlich nebenbei kommentiert, wie ist das. Und vielleicht könnt ihr da mal schauen, ob ihr das auch in irgendeiner Form so auch machen könntet, damit ihr das vielleicht irgendwie schaffen könnt, hier dieses letzte Spiel, weil es wäre ja blöd, wenn es genau dann daran hapert. Ein Schritt vor Cassias und ja, Leute, ich blende euch einfach mal das Ganze hier ein. Da sind wir doch, Leute, let's go, jawohl, das ist jetzt hier im letzten Spiel gegen Eibar ist das hier. Genau, in der Atletico-Kampagne. Und ich denke mal, jeder hat ja natürlich am Anfang diesen Elfmeter. Zack, Suarez macht ihn rein. Klare Sache, denn so einfach geht's hier gleich mit dem ersten Tor. Und dann geht's natürlich richtig los. Erstmal schnell 3 Leute einwechseln. Ich empfehle natürlich einen guten linken Flügel oder rechten Flügel, guten Stürmer. Also der halt Flanken schlagen kann, dann halt einen Stürmer reinballern, der dann auch vielleicht noch die Dinger verwerten kann. Und hinten habe ich jetzt einfach nochmal, auch nochmal als guten Flankenschläger halt einfach nochmal unten rechts einen. Cancelo ist eigentlich ein Linksverteidiger, aber ich habe jetzt einfach als Rechtsverteidiger eingesetzt. Und da geht es eigentlich auch schon los hier. Dann geht es eigentlich auch schon los. Hab's trotzdem mal probiert, mit Griezmann über die linke Seite zu gehen. Weil bis zu dem Zeitpunkt war eben Stoichkov noch nicht eingewechselt. Nur, ihr habt es ja gerade eben gesehen. Da wurde dann auch leider der Ball dann erstmal weggenommen. Und ja, Griezmann probiert es ein zweites Mal. Jetzt sind die anderen Spieler schon mit eingewechselt. Griezmann ist, glaube ich, mein rechter Flügel in diesem Falle gewesen. Und ja, da geht es eigentlich ganz gut mit Mbappé. Kann ich auf die Außenseite spielen. Lorente
probiert natürlich auch hier auf Renan Lodi zu spielen. Der ist ein 90er, der kann auch was. Mein Linksverteidiger, der habe ich ein bisschen hoch trainiert als Atletico-Spieler, aber ist halt ein bisschen blöd, wenn er dann im Abseits steht. Aber ihr seht es, Leute, ich habe ja das Spiel geschafft und ihr seht jetzt auch hier, Achtung, Oblak, der muss mal ein bisschen aufpassen. Ihr habt es ja geschafft, aber 50. Minute und es steht 1-3, das heißt, es ist immer noch machbar. Das heißt, seid jetzt nicht total frustriert, wenn ihr nach 50 Minuten nicht 2 Tore geschossen habt, Leute. Es kann trotzdem noch funktionieren, auch wenn der Gegner ziemlich stark ist und viele Angriffe noch fährt oder so. Es kann trotzdem noch funktionieren, auch wenn es in der 80. könnt ihr immer noch 2 Tore schießen. Deswegen alles gut. Hier natürlich linker Flügel, ich habe es euch gesagt, schneller linker Flügel, zack. Der geht über die Außen, probiert es in die Mitte zu spielen und... Da kommt der Ball leider nicht ganz durch. Und trotzdem hier, zack, immer dranbleiben. Und am besten nicht die Nerven verlieren. Ich habe es, Leute, Real Talk, First Try geschafft in diesem Spiel. Ich habe es First Try geschafft. Das ist mein erster Versuch. Ich habe ihn aufgenommen hier. Und ja, natürlich, ich glaube, trotzdem, Ballbesitz habe ich fast gar keinen gehabt. Aber wenn ich mal hatte, dann sah es eigentlich am Anfang eher nicht so gut aus. Aber danach wurde es dann immer besser. Stoichkov zum Beispiel jetzt hier, zack. Und hat natürlich abgeschlossen und dann war er auch drin. Wunderbar, also wirklich ein schneller LF ist unfassbar. Wirklich, ist einfach da eigentlich ein Muss hier in diesem Spiel. Ja, und dann hier natürlich auch immer gut schöne Gegenarbeiten gegen den Ball. Zack, und Griezmann, mein super RF, rennt dann hier auch mal ein bisschen, macht die Meter über die Außen. Und ja, dann zieht er halt mal ein bisschen zurück, probiert natürlich zu passen, weil wenn er eine Flanke schlägt, dann wird das natürlich nichts, wenn er eine Basekarte ist. Und hier kommt der Ball nochmal zu Stoichkov, der zieht zur Seite, probiert es dann nochmal Mbappé aus der Distanz, Mbappé, und den macht er eigentlich rein, so einen muss er eigentlich machen, also in normalen Spielen macht er den auch rein, in dem Falle war das ein bisschen komisch, dass der vorbeiging, egal, wir haben nur 75. Minute, bedeutet, da geht auf jeden Fall nochmal ein bisschen was nach vorn, Stoichkov wieder der LF, der zack, über die Außen geht, guckt in der Mitte, was ist in der Mitte los, na, sieht noch nicht ganz frei alles. Zack, nochmal der Ball auf Lemar. Lemar sogar als Atletico-Spieler schießt er hier das Tor. Also nicht nur die Neuen, die eingewechselt wurden, schießen hier die Tore, sondern auch die Atletico-Spieler. Lemar macht hier das 3-3. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und dann habe ich natürlich noch 10 Minuten Zeit gehabt. Und somit werde ich dann einfach mal hier, zack, dagegen, gegen den Ball arbeiten. Auf Stoichkov. Stoichkov rennt über die Außen eigentlich durch, hat den Trick ein bisschen zu spät gemacht. Und jetzt muss man natürlich erstmal den Ball wieder irgendwie wiederbekommen. Aber das ist halt nicht ein bisschen schwer, wenn es halt ein 130er Gegnerteam ist. Und somit, ja, zack. Aber kann man erstmal nochmal ganz gut leben, wenn man dann Renan Lodi hat. Weil Renan Lodi auf 90 ist trotzdem schon mal ein ziemlich guter LV, muss ich ehrlich sagen. Der kann auch ein bisschen was. Sieht man, hier ist auch ein bisschen schnell, zack. Könnte auch eine Flanke schlagen, könnte auch in die Mitte gehen, geht eher vorbei. Und dann Mbappé mit einem wunderschönen Tor, Leute. So ein wunderschönes Tor, wunderschöne Flanke, wunderschönes Tor, Leute. Das ist wirklich richtig geil gewesen. Ich habe jetzt leider nicht nochmal die Wiederholung, aber das hat doch den Namen Traumtor verdient. Und das ist auch noch so ein wichtiges, schönes Tor. Ey, wirklich, das sieht man nicht alle Tage. Und ich weiß nicht, was in wie viel Prozent der Fälle eigentlich Mbappé so ein Teil drüber schrubbt. Egal, jetzt im Endeffekt natürlich nochmal ein bisschen hinten sicher stehen. Lodi arbeitet mit nach hinten zurück, ist schnell, kann auch schnell nochmal den Ball abluchsen. Deswegen ist da eher kein Problem nochmal. Und Ecken sowieso sollte man eigentlich wegkriegen, wenn man hinten nochmal ein paar große Spieler hat. Und dann war es das eben auch schon und man hat hier gewonnen. 4-3 habe ich gewonnen, sehr, sehr gut. Okay, Leute, so, wir wollen uns natürlich jetzt auch einen Casillas abholen, das ist eine klare Sache. Und dafür werde ich jetzt erstmal mein zweites Team deaktivieren mit den ganzen Atletico-Spielern. Die werde ich jetzt einfach alle mal rausballern. Erstmal hier den höchsten Guesswert reinballern, damit hier auf jeden Fall auch die ganzen Spieler raus sind. 4,303, das heißt jetzt hier zack direkt, ich will seine Münzen haben. Ich habe jetzt ordentlich Verlust mit ihm erstmal gemacht, aber das ist jetzt erstmal egal. Okay, Leute, ich habe mich jetzt entschieden und das heißt, ich werde nämlich jetzt zweimal Lemar reinhauen, dann werde ich noch Kondogbia reinhauen und Koke. Das sind die am wenigsten wert waren von denen, die ich jetzt zur Verfügung hatte. Und das heißt, Leute, let's go, es ist soweit, ich hole mir jetzt endlich meinen Casillas ab, Leute, ihr habt den sowieso fast alle schon, ich weiß, aber... Ich bin jetzt natürlich einer der Letzten, egal. Ich hole mir den jetzt ab. Sehr, sehr geil. Umtausch, freischalten. Bam! Let's go! Da ist Casillas, Leute. Oh, geil. Ist das geil, oder? Das ist geil. Es ist so geil.
Sehr schön. Casillas nehme ich natürlich mit. Sehr geil. Also, perfekt. Perfekt. Das heißt, mir fehlt auch, na gut, mir fehlt noch ein bisschen was zu Torres. Oh, FIFA Champion muss ich noch schaffen und ich muss noch ein paar Tore schießen. Okay, das wird noch mal ein bisschen dauern, aber wenn er dann am Start ist, oh, Fernando, Alter, Fernando Torres. Wenn man dann kurz schaut, Casillas, wie viel kostet er derzeit eigentlich? Oh, ich kann mal gucken. Jawohl, Oblak. Oblak ist raus. Wichtig. Sehr, sehr geil. Casillas, bei wie viel ist denn der gerade? Ich glaube mit einem S. Casillas. Wurde der so geschrieben? Ich hoffe doch. Jawohl. 55 Millionen. Und, ja, okay. Der wird noch so krank sinken. Noch so krank sinken. Aber ich werde meinen nicht verkaufen, sondern ich werde meinen spielen, Leute. Ich spiele ihn auf jeden Fall. Hier, guckt euch das mal an. Oh, bam. Let's go, Alter. Let's go. Sehr, sehr schön. Aber es lag jetzt auch dran. Der hat jetzt natürlich noch nicht so krasse Stats wie Lafont. Liegt halt auch einfach daran, dass er noch nicht so einen hohen Skillboost hat wie Lafont. Und ja, das heißt, Lafont wird jetzt auch erstmal rausgeballert. Dafür muss ich ihn noch aus dem zweiten Team rausnehmen. Und genau, huch, jetzt bin ich ganz raus, das wollte ich nicht. Lafont nochmal aus dem zweiten Team rausnehmen. Oder mal gucken, ob ich schon vielleicht die 111 hinkriege. Wäre geil. Mit Casillas. Mit Ika Casillas. Zack. Den auch. Sehr schön. Und dann können wir mal das Team nochmal wechseln. Und hier, oh, das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus. So einen Ika Casillas. Ah, geil. Wunderschön, wunderschön. Hier ist Lafont. Zack. Trainieren. Und dann, oh, den habe ich sogar fast auf Rang 15. Das heißt, da kriege ich bald nochmal ein bisschen mehr Gas für Ika. Auch gut. Level übertragen auf Casillas. 240 von diesen Punkten. Okay. Nehmen wir rauf. Und das heißt, 98er Casillas ist es jetzt. Und fast 99, weil ich ja, ja, mir fehlt, glaube ich, nur noch einen Rang oder so. Dann habe ich ja hier nochmal ein bisschen mehr. Oh, 14er Rang. 111, ich sehe es jetzt erst. 111 Guess, Leute. Let's go, Alter. Und dann fehlt hier noch sogar noch der Skilly. Und mit dem Skilly komme ich vielleicht sogar, komme ich damit noch ein bisschen höher? Kriege ich da vielleicht sogar die 100? Ja, das wäre jetzt ein bisschen sehr krass, wenn ich damit jetzt noch auf die 112 kommen würde. Denke ich jetzt auch eher nicht, aber man kann es ja mal probieren. Münzen habe ich jetzt genug und es werden noch mehr, viel mehr kommen, wenn ich jetzt noch die ganzen Atletico Madrid-Spieler verkaufe. Mal gucken. So, zack. Levelaufstieg. 200.000. 300.000. Oh, 400.000. Das ist schon ziemlich teuer. Okay, mal gucken. Das wäre, nee, ich denke nicht. Oder? Nee, 111, okay. Perfekt. Alles andere hätte mich jetzt sehr überrascht. 500.000 kostet das jetzt hier bei De Bruyne. Boah, ziemlich teuer. Sehr, sehr teuer, aber egal. Hauen wir jetzt natürlich raus. Sehr schön. 112! Ich habe schon 112. Was? Einfach jetzt schon 112. Boah, das ist natürlich geil. Das ist sehr, sehr gut. 112er Gesamtbewertung. Ja, wer will mir das jetzt erstmal nachmachen, Leute? Oder kann ich ihn vielleicht sogar direkt noch hochtrainieren? Nee. Und Lecomte kann ich nochmal schnell... Achso, und Lafont kann ich noch verkaufen. Genau. Bevor der noch weiter sinkt. Ich glaube, der ist nämlich so krass gesunken in der letzten Zeit. Wenn wir jetzt uns das Ganze mal anschauen. Wie viel kostet denn der derzeit noch? 2,2 Millionen. Ja, der ist wirklich gesunken. Höchster Preis. Kann man ja mal probieren. Mal schauen, ob er rausgeht. Bestätigen. Zack. Und im Endeffekt schauen wir jetzt nochmal nach. Lecomte wollte ich nachschauen. Den ich ja gezogen hatte. 1,4 nur noch. Oh, okay, schade. Das wird nichts mehr. Der wird noch so krass sinken. Viel zu viel Verkaufsmenge. Ja, müssen wir mal warten. Müssen wir mal warten, was da so passiert. Kann man die eigentlich jetzt... Naja, die steigen noch ein bisschen. Okay, der auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, bei den Suarez hat es den Zenit überschritten irgendwie. Da würde ich mal so sagen, den kann man jetzt eigentlich schon verkaufen, Suarez. Hier, Was wird auch noch benötigt, auch gut. Und hier so die, bei denen muss man halt so ein bisschen aufpassen, aber hier, der ist jetzt gerade so ein bisschen, na, hauen wir mal, ich denke mal, ich werde jetzt so demnächst alle mal verkaufen. Genau, ich werde die schön alle verkaufen und dann kriege ich nochmal ein paar schöne Millionchen. Aber zum Beispiel so ein Renaloli, ja, könnte man auch eigentlich so fast so verkaufen. Mal schauen, Leute, mal schauen, wie ich das machen werde. Und ich würde einfach mal sagen, sehr, sehr geil, 112 Guests, Leute.
Boom, einfach heftig. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns auch im Livestream wieder und morgen wieder im Video. Bis dahin, oder bis zum nächsten Mal und tschüss.